Die Zukunft der Hochschule für mich ist ganz konkret, dass wir in einer immer mehr vernetzten, globalisierteren und auch digitalisierteren Welt leben und dass momentan sich in den Hochschulen noch wenig widerspiegelt. Also dass wir eben diese Welt und die Gesellschaft, in der wir leben, dass wir das auch in den Hochschulen mehr verankern, sowohl in der Lehre als auch in dem Campusleben, wenn man es so möchte. Also dass man eben diese Möglichkeiten, die sich eben bieten, auch ausschöpft, dass man Hochschulen öffnet, das ist durch viele der Programme für die Geflüchteten ist das passiert, auch sehr schnell passiert. Aber das ist eben auch nur ein Teil der Gesellschaft, der da für den die Hochschule geöffnet wird. Und da kann man, glaube ich, auch gerade mit digitalen Elementen viel mehr machen, dass man auch in die Gesellschaft hinein wird, dass man auch Hochschulen untereinander viel mehr öffnet, viel mehr vernetzt. Und quasi das, was man im Privaten ja schon tut, dass man sich vernetzt, dass man über Twitter Leute kennenlernt, die man so noch nie getroffen hat und trotzdem mit denen im Austausch ist, dass man das eben auch in der Hochschulkultur besser darstellt und besser auch integriert und es als zentralen Bestandteil sieht. Das wäre für mich so die große Vision der Hochschule, inwiefern das natürlich auch mit den heutigen Strukturen umsetzbar ist, das ist immer die Frage. Also wir sind natürlich in einem bestimmten Rechtsrahmen, der ist ja auch flexibel gewissermaßen und da kann man natürlich auch ansetzen und sagen, wie können wir unsere Kultur, unsere Wissenschaftskultur eben auch in der vernetzten Welt fördern. Das wäre für mich die Zukunft der Hochschule. Das Digitale, den digitalen Raum dafür nutzen, um eben auch den großen Raum herzustellen, nicht den Raum nur auf dem Campus, sondern diesen Raum eben durch den digitalen Raum zu erweitern und andere daran teilhaben zu lassen.